Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Muss mal kurz gucken. Okay, passt schon. Nur wegen dem Festplattenspeicher, weil ich schon ein paar Folgen jetzt am Stück aufgenommen habe. Da muss ich mal aufpassen, dass meine Festplatten nicht überlaufen vor lauter Videos. Okay. Wir sind im Krankenhaus, wo wir nach einer Person suchen, die uns Informationen über Abby geben kann. Hoffentlich, hoffen wir zumindest. Ein Zettel. Supply-List, na, sag's mir. Vorratsliste, okay, gut. Dringend Alkoholtücher, Verbandsmüllen und so weiter und so fort decken, wenn möglich, dies und das und jenes. Durchsucht jeden Winkel im ersten Stock, da sind noch ein paar Räume, die wir noch nicht geöffnet haben. Da drin könnte etwas Nützliches sein. Ist das ein Hinweis für mich? Haltet euch von der unteren Etage fern. Oh. Sind das Sporen hier? Oder ist es nur ein bisschen rauchig? Bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme lieber mal die Schrotflinte. Bist du das, Nora? Wahrscheinlich. Ja, hättet ihr nicht an Wachen gespart, wäre Abby noch in ihrer Zelle. Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet, sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ich habe hier langsam genug. Nora. Nora! Für die lasse ich mich nicht umbringen. Soll ich zurückgehen? Wahrscheinlich kann ich das gar nicht, oder? Okay. Dann verfolgen wir Nora. Kein Mucks. Weg mit dem Scheiß. Kennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler.
So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mist! Hilfe! Ein Säugling! Hilfe! Irgendwer! Ups, Mist. Nora! Du entkommst mir nicht! Verdammt! Waffen runterwerfen? Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte! Zurück! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Nein! Halt! Oh nein! Ich dachte, ich kann den packen, aber der war scheinbar schon alarmiert. Schade. That escalated quickly. Naja, was für eine spannende Szene. Ich glaube, ich war jetzt ungefähr eine Viertelstunde einfach komplett still, oder? Vor lauter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Anspannung. Oh. Was, die überlebende Molotow-Cocktail? Damn it, I didn't know that. Aber ist okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Scheiße, da wird sie aufgeschreckt! Lösch sie aus! Ich wollte jetzt eigentlich einfach ignorieren, aber gleichzeitig könnte man hier auch noch looten, ne? Das ist sie! Hinter dem Tisch! Okay.
WLAN-Verbindung unterbrochen. Gibt's Schlimmeres? Da leben echt noch zwei von denen? Naja, wisst ihr was? Ach so, Moment. Oh oh. Okay, ich glaube, das war's. Dann können wir uns jetzt hier in Ruhe noch ein bisschen umschauen. So viel Munition für das blöde Gewehr, das ich nicht mag. Ich mag das blöde Gewehr nicht. Ich hätte gern das cool Gewehr und nicht das doof Gewehr. Na, nimm die Flasche. Ich befürchte, sehr viel mehr ist hier gar nicht. Haben wir leider definitiv mehr verbraucht, als wir gewonnen haben an Ressourcen hier. Aber man weiß es ja immer nicht. Naja, okay. Hallo? Pilzigkeit? Monster irgendwo? Man weiß es nicht. Wo ist Abby? Du atmest Spuren. Du bist es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen? Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freunde nicht. Tja.
Ich kann sie absolut nachvollziehen. Ich habe Joel nach dem ersten Teil auch gehasst. Ich meine, ich würde ihn jetzt nicht gleich umbringen. Aber ich habe ihn auch gehasst. Ich bin's. Ellie. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Arme hoch. Sie hat geredet. Hey. Schon okay. Ich will dich nicht verlieren. Gut. So Leute, hier machen wir jetzt Schluss für heute und morgen geht's in eine sehr emotionale Rückblende, kann ich schon mal verraten. Macht's gut, bis dann, ciao.